1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind erstmal hier im Radio unter uns. In 13 Minuten ungefähr schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Aber ich begrüße ganz herzlich die Zuschauer von 1 Festival. Die schauen uns jetzt schon zu und ich sage einen schönen Gruß mal nach Potsdam in die Sendezentrale. Also ihr seid auch da und euch begrüße ich auch ganz herzlich. Wir haben wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und es geht los heute Nacht mit der Jessica. Und Jessica ist 17 Jahre alt. Hallo Jessica. Hallo. Hallo. Jessica, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich rufe deswegen an, weil meine Mutter Alkoholikerin ist und ich das seit 2 Jahren weiß. Seit 2 Jahren weißt du das? Und wie lange ist deine Mutter schon Alkoholikerin? Das kann ich nicht genau sagen, da ich das erst vor 2 Jahren wirklich erfahren habe. Bloß ich habe halt schon früher gemerkt, dass sie viel am Trinken war und alles. Mhm. Wie viel trinkt sie denn so am Tag? Ja, da ich jetzt ja nicht zu Hause wohne, kann ich das nicht wirklich sagen, aber früher, als ich da noch wohnte, war das so, wenn mein Vater das gegangen ist, also zur Arbeit, da hat sie dann ihr Bier versteckt von mir. Doch da hatte ich sie das nicht. Aber dann habe ich halt immer gesehen, dass sie da was getrunken hat und gerochen hat man das natürlich auch. Wie viele Flaschen Bier waren das am Tag? Ja, so 6, 7 Flaschen. Und dann, als mein Vater nach der Arbeit kam, hat er auch mal ein Bier getrunken und dann hat meine Mutter natürlich mitgetrunken. Also kam sie schon auf ihre 10, 12 Flaschen. Ja. Bist du das einzige Kind in der Familie? Ja. Das einzige Kind. Und bist jetzt nicht mehr zu Hause? Nein, ich wohne bei meinem Onkel seit Juni, Juli so. Liegt das auch daran, dass deine Mutter Alkoholikerin ist, dass du ausgezogen bist? Ja, ich wollte unbedingt weg, weil wir hatten nur noch Streit. Wir haben heute noch Streit. Und da kam ich irgendwie nicht drauf klar. Weiß sie, also nicht weiß sie, sondern steht sie dazu? Sagt sie über sich, ja, ich bin eine Alkoholikerin? Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm. Ja, und meine Oma, also ihre Mutter, ist auch Alkoholikerin. Also wenn du sie drauf ansprichst, dann ich sagt sie... Ich habe sie noch nicht drauf angesprochen. Ach, du hast sie? Ihr habt noch gar nicht darüber geredet? Nein. Ach so, warum nicht? Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, weil es ist auch irgendwie blöd für mich, wenn ich da jetzt hingehe, Mama, ich weiß, dass du ein Alkoholproblem hast, weil ich habe dann Angst, dass sie richtig einen Anfall kriegt und sich irgendwas tut. Wie kam das denn? Du sagst vor 2 Jahren, du weißt es seit 2 Jahren. Wie ist es dir denn da klar geworden? Ja, indem ich halt gesehen habe, dass sie immer heimlich getrunken hat, das Bier immer in der Küche versteckt hat. Und dann wurde mir schon ein bisschen komisch so. Und dann hast du das immer beobachtet und du hast das gerochen. War sie denn auch so sichtbar oder ist sie sichtbar tagsüber betrunken? Ja, also das merkt man schon. Hast du mit deinem Vater mal drüber gesprochen? Nee, auch nicht, weil ich weiß nicht, wie der reagiert. Ich will auch nicht, dass die beiden sich trennen. Ja. Auf jeden Fall ist klar, dass du kein so gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast. Sonst wärst du nicht ausgezogen. Ja, und so Verhältnis hatte ich eigentlich noch nie so wirklich mit den beiden. Da war nicht wirklich viel Liebe in diesem Haus. Ja. Also das hieß meist immer so, wenn wir Besuch hatten, losgehen, Zimmer und alles. Also wirklich Liebe habe ich nicht empfunden da. Ja. Besuchst du sie denn ab und zu jetzt mal, die Eltern, oder? Ja, also meine Mutter hat auch am Freitag Geburtstag. Aha. Und da werde ich natürlich dann auch hingehen. Bloß meistens, wenn ich da bin, gibt es halt nur wieder Stress. Wie haben die denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will ausziehen? Also ich bin ja vor einem Jahr nach München gezogen, zu meiner anderen Tante. Wegen Schulter und so. Und da haben meine Eltern mich auch unterstützt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann kann ich auch zu meinem Onkel hinziehen. Und da dann wohnen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. Der Onkel? Ist das der Bruder von deiner Mutter? Ja. Ah ja. Hast du deinem Onkel deine Vermutung schon gesagt? Das weiß keiner aus der Familie. Das weiß keiner. Aber du machst dir dennoch Sorgen um deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinem Onkel und deiner Mutter? Es geht, meine Mutter ist ganz schön schwierig. Also
die Familie hat sich sowieso ganz schön geteilt wegen meiner Mutter. Mhm. Die Hälfte der Familie will ich gar nicht mehr mit uns. Mhm. Und mein Onkel und meine Mutter, das schwankt immer. Also man muss immer aufpassen, was man sagt zu ihr. Ja, aber du hast, gehe ich mal von aus, sonst würdest du nicht da wohnen, ein gutes Verhältnis zu dem Onkel. Ja. Ja. Dann finde ich es ausgesprochen legitim, wenn du erstmal mit deinem Onkel die Sache berätst. Weil er kennt ja die Familienverhältnisse sehr gut. Und, ja, eigentlich auch nicht, weil die hatten ja auch längere Zeit keinen Kontakt. Also ja. Er weiß auch nicht wirklich, wie das zu Hause ja. ist. Aber darüber hinaus, Jessica, ich meine, du bist bald eine erwachsene junge Frau. Finde ich, dass du das Recht hast, wenn du den Eindruck hast, dass deine Mutter Alkoholikerin ist, es ihr auch zu sagen. Es kann natürlich sein, dass sie heftig reagiert, aber dann reagiert sie halt heftig. Aber dann musst du dir unter Umständen später auch keinen Vorwurf machen, nach dem Motto, ach, hätte ich es vielleicht ihr doch eher gesagt, vielleicht hätte ich sie dann doch dazu bringen können, dass sie was unternimmt. Es kann sein, dass sie komplett dicht macht. Da hast du recht, es kann sein, dass sie aggressiv ist, kann auch sein. Mhm. Aber da ja sowieso ja vieles schon nicht so gut läuft zwischen euch. Aber irgendwie so ein Rest ist ja noch da, so verstehe ich das. Ja. Finde ich, dass man als Kind das Recht hat, das zu sagen. Ja, bloß ich weiß halt nicht, wenn sie weiß, dass ich es weiß, wie sie halt reagiert, weil ich mache mir echt große Sorgen um meine Mutter. Ja. Weil wenn sie was getrunken hat, erzählt sie mir dann auch immer, ja, wenn ich jetzt nicht mehr leben würde, würdet ihr euch sowieso freuen und ich bringe mich sowieso bald um und all sowas höre ich dann. Ja, weißt du, aber die beste Hilfe ist in diesem Fall, einen Menschen, der offensichtlich alkoholkrank ist, ihn erstmal damit zu konfrontieren. Was er dann damit macht, ist natürlich die zweite Frage. Aber gar nichts zu tun, es einfach so laufen zu lassen, ist schwieriger, finde ich. Du kannst es ja gleich damit verknüpfen und sagen, pass auf, wir werden dir gleich mal ein paar Adressen geben, wohin deine Mutter sich wenden könnte. Dann kannst du ihr das ja auch gleich anbieten. Du kannst es ja auf einen Zettel schreiben und dir hinwerfen und sagen, pass auf, guck mal, hier kannst du anrufen oder kannst du hingehen und da kannst du dir Hilfe suchen, holen. Mhm. Ja, das Problem ist, meine Mutter, die kenne ich ja nun ziemlich lange und ich weiß, dass sie das sowieso nicht machen wird. Mhm. Und das ist wirklich eine sehr komplizierte Frau. Und ja, aber ich verstehe deine Sorge. Und ich finde, man muss immer so handeln, dass man auch nach ein paar Jahren noch sagen kann, das war gut so und es war richtig so. Und ich finde, dass du das Risiko schon eingehen solltest, dass sie auch heftig reagiert, aber du hast sie damit konfrontiert. Vielleicht löst das bei ihr ja etwas aus. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht ein bisschen später. Und sie ergreift eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ich weiß das nicht. Ja. Aber ein Versuch ist es wert. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du daneben stehst und es läuft alles so weiter und es läuft alles so weiter und so weiter. Verstehst du? Ja. Wir machen mal Folgendes, Jessica. Du unterhältst dich mal noch mit meiner Psychologin. Die soll dir erstmal noch ein paar Adressen geben für deine Mama. Und okay. Ihr könnt ja auch nochmal beraten, wie du das vielleicht dann im Einzelnen anstellen könntest, das Gespräch. Okay? Okay. Alles Liebe von Herzen, Jessica. Du legst bitte auf und Simone, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Okay? Tschüss. Tschüss. So, und hier ist die Natascha. Natascha ist 27. Hallo, Natascha. Hi, Domian. Hi. Dein Thema. Weswegen rufst du an, Natascha? Mein Thema. Die Männer. Die Männer. Ihr wieder, ne? Natascha. Und was ist denn da los mit den Männern? Oh Gott. Es geht um meinen Mann. Also ich bin 27 und der ist 41. Dein Mann ist 41. Ihr seid verheiratet. Nein. Ist nicht mein Mann. Dein Freund. Ist mein Geliebter. Dein Geliebter. Er ist 41, ja. Also wir haben uns in Bayern auf einer Kur kennengelernt, vor 2 Jahren. Eine Kur? Ein Kurschatz. Weswegen warst du in Kur? Chronisch. Bitte? Wir haben schon mal drüber geredet, gar nicht so lange her, Domian. Das weiß ich jetzt nicht, aber sag ein Stichwort. Ich meine noch. Auf jeden Fall waren wir dort und haben uns ja kennengelernt. Ein sehr gut aussehender Mann. Mhm. Und ist Polizist, was mich noch mehr irgendwie angezündet hat. Mhm. Und es ist 2 Jahre her, dass es her ist und er wohnt in Hessen. Ja. Und ich bin in Bayern. Ja. Und wir haben über die ganze Zeit haben wir
geschrieben und SMSen und telefoniert. Und er ist jetzt 12 Jahre verheiratet und jetzt hat er dann wieder Kur beantragt und war jetzt seit 3 Wochen hier. Und dann haben wir uns ja jeden Tag gesehen. Hat mich halt immer hier besucht zu Hause und naja, der hat dann auch... Also das Verhältnis geht, läuft jetzt seit 2 Jahren. Ja, glaub, aber jetzt nicht, dass man sich halt ständig gesehen hat, weil ja. Es ist ein bisschen weiter hin und er ist halt verheiratet, das ist sehr schwierig. Er ist verheiratet. Ist es denn wirklich eine Liebesbeziehung? Nee, eigentlich, wir mögen uns sehr, aber das ist, glaube ich, keine Liebe. Was ist das Problem für dich? Das Problem ist halt für mich, weil er jetzt hier da war, ich habe mich sehr gefreut. Er hat auch, ich habe ihn darum gebeten, Polizeiuniform mitzunehmen. Und hat das ja ganz brav mitgenommen und auch angehabt und mit seinen Handschellen und so. Also sozusagen hat mir das sehr viel Spaß und ja. Irgendwie, ja, ich habe ihn auch richtig kennengelernt, jetzt erst und was ist das Problem? Jetzt ist er weg. Jetzt bist du traurig. Und jetzt komme ich, ja, jetzt es geht darum, ich bin nicht in ihn verliebt, nicht wirklich. Also ich mag ihn halt sehr, aber nicht verliebt, sondern mir fehlt der Sex. Mir fehlt der Sex? Ja. Jetzt haben wir es raus. Ganz sehr. Natascha. Natascha steht auf Uniform. Ja. Natascha steht auf Handschellen. Ich hab sogar hier so eine Polizeiuniform gerade hier neben mir. Schade, dass du kein Bildtelefon hast. Ich würde es mir sehr gerne angucken. Glaub's mir. Oh, das ist so ab. Ich finde so. Jetzt kann ich dir den Typ natürlich nicht herzaubern. Ja. Wie viele Kilometer? Ich meine, Hessen und Bayern ist irgendwie so weit auseinander. Wie viele Kilometer sind das? Ich schätze mal so, das ist. Ich glaube, er hat gesagt, in der Nähe von Kassel wohnt er. Ja? Also, ich schätze mal so. 560, 600 Kilometer? Nee, so weit ist das nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ja, aber er ist ja auch so ein Schisser, weißt du, er würde sich nie trauen, nach Zeit lang mal runterzufahren und sonstiges. Ja. Er ist schon irgendwie so ein braver Ehemann. Natascha, die Frage ist natürlich, das geht seit 2 Jahren so, und wenn du ihn gut findest, dann musst du dich letztendlich damit arrangieren, dass die räumliche Distanz da ist. Es ist keine Liebe, es ist nur Sex. Ja, ja. Eben deswegen. Nein, ich komme damit schon irgendwie klar, auf jeden Fall. Ne? Obwohl er ein toller Mann ist, ja. Absolut. Ich könnte mich glatt in ihm verlieben, auch wenn ich das nicht finde. Aber es geht halt darum, weil das wirklich jetzt erst eine Woche her ist. So, ich mach einen Vorschlag. Das ist mir noch zu frisch, um da jetzt richtig ausführlich drüber zu reden. Ja, aber wir telefonieren, ich habe richtig Entzugserscheinungen. Ja, wir telefonieren nächste Woche nochmal. Einverstanden? Wir haben deine Telefonnummer. Und dann kann man da noch fundierter drüber reden als jetzt erst. Aber am Anfang ist es auch immer am schlimmsten. Ja, dann musst du jetzt durch. Musst jetzt tapfer sein und durch. Ja. Wir rufen dich nächste Woche nochmal an. Einverstanden? Ja, da ist Natascha nicht so ganz mit einverstanden, aber ich glaube, Ich habe zum Beispiel heute einen Riesenfehler gemacht. Mich hat überraschend ein Ex-Freund besucht. Ja. Und normalerweise will ich ja nichts von ihm, wirklich, obwohl wir sind gute Freunde. Ja. Und was mache ich? Irgendwie, keine Ahnung, meine ganze Verhaltensweise oder keine Ahnung, wie auch immer, das irgendwie verstanden. Wir sind im Bett gelandet. Und ich dachte mir, ich denke, also so tief in mir, obwohl ich das nicht zugestehen möchte, tief in mir wollte ich wahrscheinlich irgendwie meine Sehnsucht stillen. Das vermute ich auch. Das auch wenn es ein anderer Mann ist. Ne? Aber es ist ja in dem Sinne kein Fremdgehen. Es ist ja keine Liebesbeziehung. Ja, natürlich. Ich möchte das so machen. Ich möchte, dass wir in einer Woche telefonieren. Wir rufen dich an. Wir melden uns bei dir. Wir haben deine Telefonnummer. Und so verbleiben wir. Einverstanden, Natascha? Okay. Bis nächste Woche. Gut. Tschüss. Danke, ciao. So, meine Lieben, jetzt, meine lieben Zuschauer von 1 Festival und meine Zuhörer, jetzt kommt das wieder Fernsehen dazu. Und jetzt muss ich und möchte auch gerne die Leute im Fernsehen begrüßen. Meine lieben Fernsehzuschauer vom WDR Fernsehen, schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben eine kleine Verspätung gehabt im WDR Fernsehen, aber ihr seid nun auch da, darüber freue ich mich sehr. Und ja, wir können einfach weitermachen. Wir haben hier im WDR Radio bei 1 Live schon angefangen und zugeschaltet bei uns ist auch der Kanal 1 Festival. Und nun sind wir alle beieinander und nun kann es losgehen, richtig losgehen. Wir haben eine Freitemennacht wie immer von Dienstag auf Mittwoch. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Lukas. Lukas ist 30 Jahre alt. Hallo Lukas. Guten Morgen, Domian. Ja. Dein Thema, weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein kleines Problem. Familie oder Geld verdienen? Familie oder Geld verdienen? Jo.
erzähl also, mal ein bisschen ausführlicher. Ja, also ich habe einen regulären Job, tagsüber, wie der normale. Ja, was machst du? Bürger, außerdem 5 Millionen Arbeitslosen. Ja, ich arbeite in einem Büro. In einem Büro, ja. Ja, und für die Abend- und Nachtstunden fahre ich eine Prostituierte zu Hause besuchen. Aha, als Fahrer aber nur. Genau, als Fahrer. Aber du wirkst da nicht mit? Nee, das nee. Nicht. Nein, quasi als kleines, wie soll man sagen, also als Überwachung, also ja, um sie zu beschützen, damit der potenzielle Kunde oder der Kunde ja sieht, da ist noch einer dabei, damit er nichts passieren kann ja. Und dann um sie von A nach B. Aber du bist kein Zuhälter. Nein, nein, du bist definitiv nicht. Nein, du bist der Fahrer und passt ein bisschen auf das Mädel auf und kriegst dafür deinen Lohn. Genau, als Zubrot, würde ich jetzt mal sagen. Verstehe, ja. Ja, das ist natürlich Problematik. Dadurch, dass ich ja wie gesagt den regulären Job habe, einen normalen Bürojob tagsüber und dann nur ein paar Stunden für mich privat habe, ja. Vernachlässige ich natürlich meine Freundin und meine Tochter, die jetzt nicht bei mir wohnen. Wir wohnen also getrennt, haben aber ein super Verhältnis in normal, ne? Mhm. So, und das ist jetzt halt die Problematik. Auf der einen Seite ist natürlich dieses Zubrot, was ich jetzt finanziell habe, was man so vielleicht zwischen jener Auftragslage monatlich vielleicht zwischen 750 und 1200 Euro titulieren kann. Oh, ist viel. Ja, natürlich ist das für mich persönlich in meiner finanziellen Situation und auch um die Unterstützung meiner Freundin und der Kleinen zu geben, natürlich wunderbar. Mhm. Aber dadurch habe ich natürlich auch wenig bis gar keine Zeit. Wie sieht das denn zeitlich aus? Wie viele Stunden pro Tag oder pro Tag beispielsweise bist du da noch eingespannt? Also in der Regel fahre ich nach meinem regulären Job nach Hause, mache mich frisch, gehe mich duschen, erledige Job, was in meine Wohnung anfällt, mache mir was zu essen, ja. Alles andere, Wohnung reinigen und so weiter, ja. Wäsche waschen. Ja, und in der Regel bin ich dann um 20, 21 Uhr bei der Dame und das dann bis morgens früh, je nach Auftragslage, 6, 7 Uhr und dann fahre ich wieder zur Arbeit. Wie bitte bis morgens 6, 7 Uhr? Ja, nicht komplett wach sein, also ich kann ja auch schlafen. Aber dann bist du doch wahrscheinlich, ja, selbst wenn du im Auto schlafen kannst, bist du doch wahrscheinlich irgendwie völlig übermüdet und fertig dann am nächsten Morgen in deiner richtigen Arbeit, oder? Ja, bis jetzt geht's noch, also ich mach's schon etwas länger. Wie lange machst du es denn jetzt schon? Wie lange machst du jetzt? Anderthalb Monate? Zwei Monate knapp. Ja, ist ja noch nicht so lange. Finde ich auf die Dauer krass. Du liegst da im Auto und pennst ein bisschen. Wie lange dauern die Einsätze von der Frau in der Regel? Also es kommt darauf an, was der Kunde bezahlt. Also normal dauert es wohl eine Stunde, anderthalb Stunden. Ja, gut, das ist ja kein erholsamer Schlaf, wenn der immer ein bisschen einnickst Ja gut, das ist natürlich die andere Sache, diese körperliche. Okay, das ist ein Zusatz. Noch geht's. Also wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt auch schon schlafen. Ich kann jetzt schlafen, bin ja bei ihr in der Wohnung. So, und wenn dann jetzt ein Auftrag kommen würde, würde sie mich wecken und dann würden wir halt fahren. Ach so, das ist immer so auf Abruf quasi, bist du. Genau. Mhm. Wie ist das an den Wochenenden, Samstag, Sonntag? Ist es genauso? Ja, das ist ja das Problem. Noch schlimmer wahrscheinlich. Ja, da kommen natürlich, sage ich mal, die Hauptaufträge rein. Ne? Also wie du es jetzt erzählt hast, bist du ja quasi rund um die Uhr eingespannt. Genau, und das ist es ja. Und dadurch vernachlässigt natürlich in erster Linie Freundin und mein Baby, wie alt ist meine kleine Süße, Prinzessin. Wie alt ist und natürlich dann weitergehend auch Familie wie Freunde. Ich, Mutter, Vater und natürlich auch Freunde und Bekannte. Ist klar. Wie alt ist deine kleine Prinzessin? Die ist 2 Jahre und 4 Monate. Ja, also dafür misst die den Papa schon, ne? Ja. Ja, es kommt ja noch dazu. Ich hatte schon mal mega Stress mit ihr. Ich habe sie auch schon mal betrogen. Wir haben dann wieder zueinander gefunden. Ich habe also bis jetzt als Vater noch keine riesigen Dinge geleistet, auch meiner Freundin und vor allem dem Kind nicht gegenüber. So, und jetzt, weiß deine Ex-Freundin, weiß die das, was du da machst? Die aktuelle Freundin, meinst du? Ich bin ja nicht mit der getrennt. Also ich habe sie betrogen, wir haben wieder zueinander gefunden. Aber es läuft wieder alles klar. Es ist nicht die Ex-Freundin, es ist die aktuelle. Aber ihr wohnt nicht zusammen. Nein, wir wohnen nicht zusammen, aber sie weiß ja was da. Sie weiß davon und auf der einen Seite finde ich es natürlich auch gut, wenn die finanzielle Unterstützung kommt. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch wieder ein schlechtes Gewissen gegenüber. Ich war bis jetzt ein schlechter Vater und habe in letzter Zeit also die Kurve gekriegt, auch wieder zu meiner Freundin und vor allen Dingen zu meiner Tochter. Hast du denn Schulden, die du begleichen musst, oder ist das einfach so? Das auch. Private Schulden. Wie hoch? Das über den Daumen gepeilt würde ich jetzt mal so Schätzung 6,5, 7. Ja, weswegen hast du die gemacht, die Schulden? Aus alten Geschichten, damals mit der Verloben, mit der ersten Freundin Dinge aufgenommen, Kredite aufgenommen, dann darauf sitzen geblieben, Privatscheiße gebaut, erstmal ein bisschen was verzockt. Also jetzt kein Spielertyp oder kein Trinker oder sowas. Ja. Drogen. So, jetzt frage ich mich gerade, kann man diesen Job nicht halbieren beispielsweise? Wäre das möglich, dass du nur
was ich die Hälfte der Woche das machst. Ja gut, das ist ja auch das Problem, was ich jetzt mit meiner indirekten Chefin hier habe. Wenn ich schon mal sage, Familie geht vor, wenn jetzt wie zuletzt die Kleine krank ist, dann bin ich, habe ich ja gesagt, bin ich erstmal Vater und dann kommt erst der Job. So, und dann setzt sie die Pistole auf die Brust und sagt, okay, nehme ich mir andere Fahrer. Ja, dann würde ich auch sagen, ja scheiße, auf der einen Seite sagt dann die Freundin, ja, das Geld können wir gut gebrauchen, natürlich brauchen wir die auch hier. Ich verstehe, das heißt... natürlich auch in dieser Hinsicht total zerrissen. Auf der einen Seite das heißt, deine Chefin, in Anführungszeichen, die will einen konstanten Fahrer haben, die will nicht immer wechselnde. Du stehst vor dem Problem, wie du es jetzt schon einige Male formuliert hast, zurecht formuliert hast, entweder habe ich jetzt die Kohle, gut Kohle, bis zu 1200 Euro mehr im Monat, was ja eine ganze Menge ist, aber ich sehe meine kleine Tochter nicht und kann mich nicht richtig drum kümmern. Lukas, ich sage dir mal so, wirklich so aus dem Bauch heraus, finde ich, dass du dich für deine Tochter entscheiden sollst. Gar keine Frage. Und wenn du irgendwie noch Kohle nebenher verdienen musst und möchtest, dann such dir irgendwie einen Job, wo du zeitlich nicht so eingespannt bist wie bei der Prostituierten. Denn, ja, das ist halt... Finde ich ganz eigentlich fast für indiskutabel. Du musst dich um das Kind kümmern. Wenn, vor allen Dingen, wenn du sagst, du warst bisher schon kein so doller Vater und es sind einige Sachen schiefgelaufen. Ja. Und das registriert die Kleine, die wird ja jetzt immer größer und die registriert das ja auch, wie oft der Papa da ist und ob man was gemeinsam machen kann und so weiter und so weiter. Ja, genau, das ist es ja. Ich habe mich ja jetzt in letzter Zeit angenähert, dass sie auch dann zu mir kommt. Also klar ist die erste Position oder die erste Frau, die sieht, die Mutter. Ja, ist klar. Menschen ist immer die Mutter. Also sie bevorzugt immer noch die Mutter, bevor sie mich bevorzugt. Okay, gar keine Frage. Aber es gab immer Zeiten, da hat die mich komplett ignoriert. So, das sollte ja aber schon ein Warnschuss sein, dass das mal so war. Ja, ja, und jetzt habe ich da in letzter Zeit aufgebaut und dann ist dieser Job mir quasi so in die Tasche gefallen und ich sage ja auf der einen Seite... Also die Entscheidung, ich würde sagen, die Entscheidung Familie, Kind, ganz klar. Du hast ja immerhin deinen Hauptjob, das muss man ja auch so sehen. Du bist ja nicht... Ja, ja, klar. Du hast ja dein festes Einkommen. Und wenn die dir nebenher was verdienen willst, such dir irgendwas anderes. Fahr Taxi ein paar Tage in der Woche oder ich weiß nicht was. Kann ich jetzt auch nicht so beraten. Aber so die Grundsatzfrage würde ich sagen, Kind und Frau ist wichtiger, als mit der Prostituierten rumzufahren und Geld zu verdienen. Wobei das nichts mit der Prostituierten zu tun hat. Also ich meine einfach, damit du nicht abgelenkt bist von deiner Familie. Meine Meinung. Lukas, also, klar. Sehe ich ja eigentlich auch schon fast. Freundin sieht es ja auch schon so fast. Ja, vielleicht muss ich mich mal mit ihr auseinandersetzen, dass ich freie Tage kriege. Dann soll ja, ich einen anderen Fahrer, damit ich dann mal einen Kompromiss kriege. Ja, genau. Das wäre natürlich bis jetzt war sie alleine nicht offen dafür. Wie gesagt, Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder Geld oder Familie, habe ich ja schon gesagt. Ja. Kack-Situation, ne? Wenn du auf einmal, ich sage, keine Kohle hast und auf einmal hast du, ich sitze jetzt heute Abend schon mal ohne Kohle hier und kommt zwei Aufträge und ich habe morgen früh 100 Euro oder was weiß ich. Das ist immer die Frage der Gewichte. Euro im Portemonnaie, ne? Das ist natürlich ist völlig klar. Lukas, ich wünsche dir eine gute Entscheidung, die du fallen wirst. Alles Liebe. Ja, vielleicht telefonieren wir nochmal, dann kann ich dich über meine Entscheidung aufklären. Oder mail mal, ja, ganz genau. Alles Gute. Oh gut, Dominik, würdest du mir noch eine Autogrammkarte zuschicken? Leg bitte auf, wir rufen nicht nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, tschüss. Danke dir, ne? Tschüss. Und mach weiter so, deine Sendung ist top. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt diese Nummer oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hier ist der Tobias. Tobias ist 25. Hallo Tobias. Hallo. Guten Morgen. Domian. Ja, hallo. Dein Thema? Morgen. Ja, mein Thema. Ich kenne meinen Vater nicht. Du kennst deinen Vater nicht? Nein. Wie kommt das? Ja, das... Gute Frage, nächste Frage. Also eine Zeit lang, sag ich jetzt mal, viel um die Ohren gehabt, nicht daran interessiert gewesen, sag ich jetzt mal. Also wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen, am Tor des Sauerlandes, sag ich jetzt mal. Also ich meine es jetzt nicht geografisch. Bei der Mutter. Bei der Mutter. Bei der Mutter und dem Stiefvater. Ach so, und beim Stiefvater. Richtig, genau. Was hat deine Mutter dir denn so, während du Jugendlicher warst oder Kind auch warst, erzählt, wer dein Vater ist, was mit deinem Vater? Aber du hast gefragt. Ich habe eine Zeit lang habe ich gefragt und sie hat also immer wieder abgeblockt und hat mir also Geschichten erzählt, die ich im Prinzip im Vorfeld geglaubt habe und deswegen nicht mehr nachgefragt habe. Nur, weiß ich nicht, also mit den Jahren, je nachdem, also je älter ich wurde, sage ich jetzt mal, desto fragwürdiger wurden die ganzen Geschichten. Und dann ist jetzt letztes Jahr ist eine Sache passiert, die hat mich also völlig aus der Bahn geworfen. Meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter und mein Stiefvater haben ja also jetzt
mindestens 10 Jahre lang weiß gemacht, dass mein Stiefvater mich adoptiert hat. Also offiziell, ich habe ja auch seinen ja. Nachnamen angenommen. Ja. Und meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, lebt also in unmittelbarer Nähe meines Vaters und hat also auch des Öfteren noch Kontakt mit ihm gehabt, eine Zeit lang. Mit dem leiblichen Vater? Mit dem leiblichen Vater, mhm. Richtig, genau. Und und wir waren dann, letztes Jahr waren wir auf einer Familienfeier quasi eingeladen und sind also auch da unten gewesen und wir kamen durch Zufall auf das Thema von wegen, ja, du wirst dich darauf einstellen müssen, dass du irgendwann mal die Firma deines Vaters erbst. Oh. Und ja, ich sag, gut, normalerweise ist das ja nicht möglich, sofern ich adoptiert bin. Mhm, mh. Und dann guckten mich also 8 Augen ganz groß an und meinten zu mir, nee, eben nicht. Weil es ist bereits testamentarisch festgelegt, das weiß ich also mittlerweile. Wie eben nicht? Das heißt, du bist nicht adoptiert von deinem Stiefvater? Nein, ich bin nicht adoptiert worden. Das hat man dir die ganze Zeit so vorgemacht. Richtig. Jetzt kommt noch dazu, ich bin also alleine da unten gewesen, weil ich später da runtergefahren bin. Und ich habe meine Eltern im Prinzip knapp verpasst da unten. Mhm. Und ich musste also länger arbeiten, bin also später da runtergefahren, habe das also dann im Nachhinein erfahren und bin also mehr oder weniger wutentbrannt nach Hause gefahren, beziehungsweise zu meinen Eltern gefahren und habe im Prinzip... Also, pass mal auf, jetzt, ich verstehe das. Ich verstehe, dass man da wütend ist, wenn man von der Mutter Jahre oder Jahrzehnte belogen wurde. Ja. Ich verstehe, dass man noch wütender ist, wenn man gesagt bekommen hat, der hat mich adoptiert und das ist gar nicht so. Aber jetzt hast du doch eine Spur. Du kannst doch deinen leiblichen Vater eigentlich ganz schnell finden, wenn du das möchtest. Ich weiß, also... Warum tust du es nicht? Warum gehst du nicht hin? Es ist eine Hemmschwelle. Mhm. Es ist Angst. Weil im Prinzip, also ich... Also lass mich eins fragen. Das habe ich gar nicht verstanden. Es gibt da eine Tante, die kennt deinen leiblichen Vater. Richtig, genau. Das heißt, hast du dich mit der Tante mal besprochen? Was ist das für ein Typ? Was macht der? Und was ja, war da? Also im Prinzip, ich fahre nicht besonders oft darunter, weil halt arbeitstechnisch sehr eingebunden gewesen und halt auch wenig Zeit und so weiter. Und also jedes Mal, wenn ich mit denen telefoniere oder jedes Mal, wenn ich da unten bin, kommen wir im Prinzip automatisch auf dieses Thema. Okay. Ja, das ist hast du denn Informationen bekommen? Hast du die Tante gefragt, wer ist das? Ich habe also Informationen, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, wo seine Firma ist, ich habe also Internetrecherche betrieben. Du hast auch Informationen über den Menschen auch? Ja, über den Menschen an und für sich nicht. Also das weiß denn deine Tante, warum deine Mutter so ein Theater darum macht und dich immer wieder belogen hat? Ich sag mal so, das sind auch ebenfalls Geschichten, die ich erzählt bekommen habe. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, die Familie mütterlicherseits ist unheimlich zerstritten. Mhm. Und vielleicht gar nicht so weit ausholen. Also Tatsache ist, dass du keine Einzelheiten weißt, wie das Verhältnis zwischen deinem leiblichen Vater war und deiner Mutter. Weißt du gar nichts. Definitiv. Also ich weiß noch nicht mal, ob die beiden schon getrennt gewesen bin, bevor ich auf die Welt gekommen bin oder kurz danach. So. Ich meine, dass die sich getrennt haben, da war ich gerade 3. Ich bin mir nur nicht sicher, ich weiß es nicht. Okay, diese Tante, die deinen leiblichen Vater wiederum kennt, hat die Kontakt mit dem leiblichen Vater? Mittlerweile wohl nicht mehr. Also jetzt nicht mehr so rege, die haben alle drei Monate mal telefoniert miteinander. Aber immerhin, hat denn dein leiblicher Vater sich bei deiner Tante über dich erkundigt? Wohl ja. Wohl ja. Also es ist folgendermaßen, ich habe also vier Briefe losgeschickt. Zu ihm? Richtig, zu ihm. Aha. Und diese Briefe sind nicht angekommen. Das heißt also, irgendwann habe ich das beiläufig meiner Tante erzählt und die hat es dann wohl wiederum ihm erzählt. Mhm. Und er ist also völlig aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, das kann nicht sein. Bei uns kommt die Post immer pünktlich und die Post kommt auch immer an. Und also so ist weiter. Ja schon mal merkwürdig, wenn 3 Briefe weg richtig, sind. Richtig, ich weiß allerdings mittlerweile warum. Nämlich? Das kommt noch dazu. Die jetzige Frau meines Vaters versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass ich Kontakt aufnehme. Verstehe. Da könnte auch das liebe Geld mitspielen. Mhm. Ganz genau. Warum hat dein Vater, ich frage dich das, vielleicht weißt du es, vielleicht weiß die Tante das auch, nie versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen? Das will ich ja eben von ihm wissen. Das sind Dinge, die ich ihn fragen möchte. Das heißt, das mit dem Briefeschreiben geht nicht.
Vermutlich fängt die Frau die Briefe ab. Es funktioniert möglicherweise nicht. Jetzt habe ich allerdings einen kleinen Trick angewandt. Mhm. Und ich hoffe, er funktioniert. Ich habe gestern mit einem Freund von mir darüber gesprochen, durch Zufall. Mhm. Und der hatte mir also seinen Briefkopf zur Verfügung gestellt. Der hat eine eigene Firma bei uns in der Stadt. Und ich verstehe schon. Richtig. Also der Brief ist an und für sich gefaked. Das heißt auch, der ist jetzt weg, dieser Brief. Der ist weggeschickt. Den habe ich gestern also. So, das würde ich mal ganz einfach. Ja, das finde ich ja schon mal also eine sehr, sehr tolle Idee. Jetzt würde ich das mal abwarten. Wenn da wieder irgendwie was nicht funktioniert und es keine Reaktion gibt, dann würde ich den Mann anrufen. Ja, das ist das Problem. Das ist so eine kleine Hemmschwelle, weil im Prinzip, ich wäre auch schon längst runtergefahren. Und jedes Mal sitze ich zu Hause und mache mir meine Gedanken darüber und es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder bittet er mich herein, beziehungsweise wir treffen uns an einem neutralen Ort, weil es wahrscheinlich zu Hause aufgrund seiner Frau nicht möglich ist. Oder er schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Und das wäre wahrscheinlich eine Sache, die ich dann überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also dann würde ich wahrscheinlich, völlig daneben hängen, sage ich jetzt mal. Gut, aber dann wüsstest du zumindest, woran du bist. Richtig, ja? Ganz genau. Ja. Das ist wiederum der zweite Gedanke, den ich hege. Deswegen, dann hast du es wenigstens versucht und du weißt. Ja, also es führt überhaupt gar keinen Weg daran vorbei, jetzt diesen Schritt zu forcieren, dass du mit dem Mann in Kontakt kommst. Wie gesagt, entweder so oder so. Das musst du machen, Tobias. Finn, würde ich an deiner Stelle auch machen und ist auch dein gutes Recht. Ja, selbstverständlich. Wirklich ein gutes Recht. Das denke ich auch. Vor allem, ich sag mal so, mir geht's also auch nicht um die Firma, weil ich sag mal so, seine jetzige Frau vermutet wahrscheinlich, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich diese Firma irgendwann kriege oder dass da irgendwie Geld in der Luft ist. Nein, es geht um, dass du deinen Vater, deinen leiblichen Vater kennenlernen willst. Richtig. Das sind deine Wurzeln, also, pump da alle Energie rein und mach das. Und meinst du, soll ich durchziehen? Ja, aber ohne zu zögern. Ich würde jetzt kurz eine Weile abwarten, ob eine Reaktion kommt auf den Brief und dann würde ich die anderen Schritte einleiten. Aber wirklich, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Kriege ich noch eine Autogrammkarte von dir? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich zurück. Ja, wunderbar. Tschüss, Tobias. Toi, toi, toi für deine Sendung. Jo, danke schön. Danke, ciao. Jetzt muss ich meine Regie fragen, die haben mir gerade hier was in meinen Computer geschrieben. Das war ein halber Roman, das habe ich nicht lesen können. Was ist hier los? Irgendwas? Ah, ihr seid aufmerksame Zuschauer. Hier habe ich von meinem Computer habe ich hier ein kleines, so ein Set stehen und das blinkt. Und es gibt Zuschauer, die beschweren sich, das würde ablenken, das Blinken. Ich soll das mal ein bisschen hier zur Seite stellen. So besser. Aber ich kann euch auch verstehen, dass einer das irgendwie Jack machen kann, wenn dazu irgendwas blinkt. Das sind hier meine Telefonleitungen, die blinken. Aber jetzt ist ja, glaube ich, alles gut. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. An dieser Stelle, glaube ich, das wäre eine gute Zeit, könnte ich euch mal hinweisen auf unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ist ja noch ein Tag hin, aber immerhin. Das Thema heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch allen reden über eure schlechteste Eigenschaft. Jeder von uns hat ja leider Gottes eine schlechte Eigenschaft. Mehr oder weniger. Und würde gerne mit euch über eure schlechteste Eigenschaft sprechen, wie ihr dazu steht, ob ihr dazu steht, ob ihr sie bekämpft, ob ihr vielleicht die schlechteste Eigenschaft, kann ja auch sein, so im Laufe des etwas Älterwerdens erfolgreich bekämpft habt und so weiter. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema reden wollt, mailt schon mal unter domian@wdr.de. Hier ist Ralf und Ralf ist wie alt? 31 Jahre alt. Hallo Ralf. Ja, hallo. Grüße dich, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Ralf? Also erstmal, ich habe den Fernseher aus, ich sehe keinen Blinken. Und mein Thema ist, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Lebensunterhalt weiter bestreiten soll. Ich lebe von Hartz IV, beziehungsweise drohe abzusinken. Und habe mir so einige Gedanken gemacht und denke mir vielleicht, dass ich vielleicht nur eine Möglichkeit habe, und das wäre, mich zu verkaufen. Auf den Strich zu gehen? Bitte? Auf den Strich zu gehen? Nein, nicht wirklich. Nee, nicht auf den Strich zu gehen. Sondern? Sondern, also ich könnte mir vorstellen, dass ich, ich fange mal andersrum an. Also ich habe festgestellt, dass ich auf Jungs wohl ganz gut wirke. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie auch
zur barer Münze zu machen. Nun, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ja. Was heißt denn zur barer Münze? Das heißt, als Callboy zu arbeiten, oder was? Nee, also ich habe mir so vorgestellt, also momentan ist es noch nicht so. Also ich muss erstmal voranschicken, ich bin hetero, ich bin nicht schwul oder bi oder wie auch immer. Aber wenn es so sein sollte, es noch schlechter wird. Moment, du bist heterosexuell. Ja, klar. So klar ist es nicht. Man darf ja mal fragen. Und wir wollen mal die Fakten mal eben abklären. 31 Jahre alt, hatte ich gesagt. Was hast du denn beruflich früher gemacht? Ich bin Altenpfleger. Du bist Altenpfleger. Und wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Ja. Wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Na gut, das ist ja noch nicht so sehr lang. Nee, aber ich habe mich schon überall beworben und ich überlege mir auch schon, aus Nordrhein-Westfalen wegzugehen. Ja. Also ich denke, dass vielleicht im Bereich Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg da vielleicht bessere Möglichkeiten für unter Umständen existieren. Aber ich habe da noch nichts Konkretes erreicht. Ich habe mich beworben. Okay, aber langsam. Ein halbes Jahr ist noch nicht so viel. Was meinst du, was mir hier Leute schon erzählt haben, wie lange die sich beworben haben und es erst nach sehr langer Zeit geklappt hat? Mhm. Okay, aber zu dem anderen Aspekt. Achso, du hast Schulden. Ja, ich habe eine Menge Schulden. Wie hoch? Bitte? Wie hoch? 40.000. 40.000 Euro? Ja. Warum? Teures Auto gekauft damals. Auf Pump? Ja. Sollte man auch nie tun. Und ich bin geschieden. Mhm. Und muss Unterhalt zahlen. Ja. Und so läppert sich das. Ja, das läppert sich sehr. Also so, ich musste ausziehen aus der Wohnung. Damals, vor zwei Jahren von meiner Frau. Ja. Und musste ganz von neuem anfangen. Ja. Hab bei null angefangen. Ja. Also, hatte kein Messer, kein Gabel, kein Teller, kein Grund. Grundsituation ist mir klar. Mhm. Jetzt gibt es die Idee, dass du als heterosexueller Mann eventuell Kohle machen könntest damit, dass du dich verkaufst. Bei Jungs, weil Jungs auf dich stehen. Jetzt musst du dir mal klar machen, wie du dir das konkret vorstellst. Was genau würdest du machen wollen? Also von wollen ist keine Rede. Ich würde das tun, um meinen Unterhalt zu sichern, beziehungsweise Also was gibt es da für eine, das ist mir völlig klar. Wir müssen über die Worte nicht streiten. Was genau stellst du dir vor? Also ich denke mir, dass wenn ich es tun würde, und daran denke ich auch und überlege jeden Tag, würde ich es übers Internet versuchen und über eine Homepage beziehungsweise über Kontaktanzeigen zu inserieren und da versuchen, Kontakte herzustellen. Ja, Ralf, jetzt reden wir beide schon 4 Minuten miteinander. Und du hast mir immer noch nicht gesagt, was du dann machen willst. Du hast Kontakt mit einem schwulen jungen Mann. Und dann, was soll dann passieren? Sex oder was? Schlafen. Ja, also doch. Ja, klar. Ja, gerade am Anfang hast du gesagt, nein, ich will nicht auf den Strich gehen. Aber letztendlich um Gottes Willen, Strich ist für mich irgendwie Straßenstrich oder auf die Straße gehen. Ja, aber das will ich nicht. Okay, aber du willst also als Callboy arbeiten. Wenn du so willst, ja. Ja. Jetzt haben wir es raus. Das heißt, du würdest Sex mit Männern für Geld machen wollen, eventuell, wenn du den Plan verwirklichst, weil es eben so knapp ist finanziell. Ja. Bist aber heterosexuell. Ja, also. Das heißt, die Vorstellung muss dir doch ein Grauen sein, oder? Bitte? Das heißt, die Vorstellung muss dir doch ein Grauen sein, oder? Weiß ich nicht. Also ich habe festgestellt, dass viele Männer mich attraktiv finden und. Ja gut, aber du findest Männer nicht attraktiv. Kann man so nicht sagen. Also ich habe einen guten Freund, der ist bisexuell und ich küsse den auch. Ich habe keine Gefühle in der Hinsicht, dass ich da jetzt irgendwie erregt bin oder wie auch immer. Okay. Das ist nicht mein Ding. Nee. Warum sollten es denn dann Männer sein? Du könntest dich ja auch mit Frauen beschäftigen. Ich denke, dass es im Bereich der Männerschiene da einfach einträglicher sein wird. Einträglicher sein wird, ja. Ja, das ist natürlich eine Frage, die du da stellst, die natürlich von außen kaum oder gar nicht zu beantworten ist. Mhm. Ne?
Also ich ringe da auch mit mir jeden Tag. Und ich ringe jeden Tag auch um die nackte Existenz hier mittlerweile. Und, also für mich ist entscheidend, wie wirklich notwendig das ist. Dass du im Moment natürlich auf den Zahnfleisch gehst, ist mir klar. Mhm. Aber wie gesagt, du bist erst ein halbes Jahr arbeitslos. Du hast einen guten Job. Du hast eine Ausbildung eines guten, anerkannten Berufes. Und du bist sogar bereit, flexibel zu sein, dein Bundesland zu verlassen. Das ist so, dass in dem Bereich der Pflege überall Stellen abgebaut werden und es werden keine Leute mehr angestellt. Im Gegenteil, es werden Leute abgebaut, gekündigt. Mhm. Und ich lese immer, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt. Aber das ist eine andere Thematik. Mhm. Ich würde auf jeden Fall, um das schon mal klarzustellen, mit Hochdruck weiter meine Bewerbung schreiben. Und wenn du bereit bist... Das mache ich. Ja, also ich sage es ja nur nochmal. Mhm. Was die andere Fragestellung anbelangt, wenn man damit sich nicht ganz im Reinen ist, dass man für sowas geeignet ist, sollte man die Finger davon lassen, finde ich. Das ist auch meine Erfahrung aus vielen, vielen Gesprächen in der Sendung mit Frauen und mit Männern. Wenn man da eine klare Position für sich gefunden hat, kann man das sicherlich machen und ich will auch nicht schlecht darüber urteilen. Ja, wobei, also ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Erfahrung jetzt im Bereich mit Männern, was Sex angeht, aber ich würde es für mich auch nicht ausschließen wollen, dass es mir vielleicht auch irgendwann mal Spaß machen könnte. Gut, also, aber das ist ein Unterschied, ob du mal auch mit einem Mann, den du vielleicht ganz nett findest, mal ins Bett gehst oder ob du dich verkaufst. Du bist eine männliche Prostituierte dann. Oh. Ne, das muss man ja so klar ausdrücken. Zudem gibt es dann ja noch einen ganz anderen Aspekt, dass du natürlich vom Staat dein Geld einkassierst und dieses Schwarz nebenher machst. Was ja auch nicht das Richtige ist. Ne? Also es gibt so viele Aspekte, die man da bedenken muss. Wobei... Hallo? Ja, hallo. Ja. Was? Bei der Leitung weg. Also grundsätzlich ist meine Position, was diese Thematik anbelangt, dass man da sehr vorsichtig sein soll, um nicht wirklich großen Schaden bei sich selbst anzurichten. So, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, Ralf. Ja, wie gesagt, ich denke da jeden Tag drüber nach und ich bin kurz davor, dass... wenn man hin und her gerissen ist, bei dir in dieser Thematik, dann würde ich immer sagen, dann sollte man es lieber sein lassen. Denn wenn da schon zwei Pole hin und her titschen, dann lass es lieber sein. Und hoffe, dass du bald in deinem wichtigen und guten Beruf wieder unterkommst. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, Ralf. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Julia ist hier. Julia ist 22. Hallo Julia. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, also mein Thema ist andauernder Liebeskummer. Ach, du Armes. Leider ja jetzt schon seit 7 Monaten. 7 Monate? Ja, und ich hatte auch schon mal mit dir gesprochen, kurz nachdem Schluss war. Also mein Freund hatte irgendwie eine Woche, nachdem es 4 Jahre gewesen wären, Schluss gemacht am Telefon. Indem er einfach gesagt hatte, ja, er liebt mich nicht mehr. Mhm. Und das war's dann. Also da gab es kein persönliches Gespräch oder so. Und als ich damals so fertig war, da hattest du mir eigentlich geraten, dass wir auf jeden Fall nochmal miteinander reden sollten, damit ich mir auch keine Hoffnungen mehr mache. Mhm. Das ist aber leider nicht passiert, weil ich den Mut doch nicht hatte. Den Mut, also ja, weil ich halt Angst hatte, dann nochmal knallhart die Wahrheit zu hören. Ja, wie gesagt, es ist jetzt 7 Monate her und es ist immer noch... Ganz schlimmes. Ganz schlimm. Vielleicht noch schlimm? Heißt, in diesen sieben Monaten, während dieser 7 Monate, gab es gar keinen Kontakt? Also er hat mir nach 2 Monaten oder so mal eine E-Mail geschrieben, um mir viel Spaß bei dem Konzert zu wünschen, wo er überhaupt nicht darauf eingegangen ist, wie es eigentlich zu Ende gegangen ist. Und also das quasi Schluss ist so ganz normal. Was für ein Konzert? Ja, da wollten wir eigentlich ursprünglich zusammen hingehen. Ach so. Ja, wir hatten da 2 Karten und die hatte ich jetzt und da wollte ich mir dann wohl viel Spaß wünschen. Aber darauf habe ich dann halt nicht reagiert, weil es einfach zu weh getan hat. Und seitdem ist halt gar nichts. Gar nichts. Du weißt auch nicht, wohnt er in deiner Stadt? Nee, aber in der Nähe. Mhm. Also, und zufällig seid ihr auch nicht euch nicht über den Weg gelaufen? Nee, ich wüsste zwar, wie es gehen würde. Also ich könnte ihn treffen, aber ich will es nicht. Um das nochmal aufzufrischen, erzähl uns doch nochmal kurz, wie es zu dem Ende gekommen ist, wie das abgelaufen ist.
Tja, das ist eigentlich für mich ja auch nicht ganz nachzuvollziehen. Also wir hatten uns an dem Tag gestritten, aber eigentlich über eine Nichtigkeit. Und ich wollte ihn dann abends anrufen, um mich eigentlich dafür zu entschuldigen. Und ja, dann war er so komisch und hat dann eben gesagt, er möchte eigentlich nicht mehr. Er liebt mich nicht mehr. Irgendwie, wenn er mich in den Arm nimmt, empfindet er nur noch tiefe Freundschaft. Mhm. Und ja, das war's dann. Also mehr kann man dazu echt nicht sagen. Also ich hatte vorher gar nichts gemerkt. Irgendwie ist ganz komisch. 4 Jahre, ne? Sagst du, warte. Ja, zusammen. Genau. Fast eine Jugendliebe. Ja, die erste große. Die erste große Liebe. Ja. Jetzt ist das 7 Monate her. Ja. Und du bist immer noch so traurig. Ja, also ich meine, ich weiß ja, dass eine Trennung eigentlich lange braucht, aber es ist jetzt so schlimm, ich wache echt mit dem Gedanken an ihn auf und ich schlafe damit ein und beschäftige mich den ganzen Tag. Und ich meine, nach 7 Monaten sollte es ja vielleicht eigentlich schon irgendwie besser sein. Und es gibt Menschen, die noch viel länger leiden. Ja. Ja, ja. Du weißt aber nichts darüber, ob er eine neue Freundin hat. Gibt es irgendwie gemeinsame Bekannte, wo du mal so ein bisschen irgendwas rauskriegen könntest? Ja, es ist dumm ist auch, dass unsere Eltern sich noch ziemlich gut verstehen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er eine neue Freundin hat. Also ganz sicher weiß ich es nicht, aber ich denke es nicht. Was glaubst du denn, wie es ihm geht? Ja, wahrscheinlich schon besser als mir. Also ich glaube nicht, dass er noch so viel Gedanken an mich verschwendet, ja. Aber das ist eigentlich auch so ein bisschen, warum ich anrufe, weil ich den Rat haben wollte, also da es mir jetzt nicht besser geht, jetzt wo wir keinen Kontakt haben, überlege ich halt seit einer ganzen Weile, ob ich nicht vielleicht irgendwie Kontakt aufbauen sollte, weil also ich weiß, er würde eine Freundschaft wollen. Mhm. Ich habe bis jetzt immer gesagt, dass ich das einfach nicht kann, weil es zu weh tut. Aber ich merke ja, mir geht's auch so nicht gut. Also jetzt überlege ich halt, wenn ich vielleicht so eine Freundschaft aufbauen würde, dann könnte es mir ja eigentlich auch nicht schlechter gehen. Vorsicht, Vorsicht. Manche wollen eine Freundschaft aufbauen in der Hoffnung, durch diese Hintertür, genannt Freundschaft, wieder in die Liebesbeziehung zurückzukommen. Ja. Und das ist oftmals fatal. Und dann fängt das Unglück erst recht an. Ja, das ist es eben. Du bist so traurig und du trauerst dieser Liebe so nach. Ja. Und du hättest diesen Mann so gerne wieder zurück. Ja. Ja. Dass ich gar nichts davon halte, jetzt auf diesen Freundschaftskompromiss zu gehen. Aber ich halte sehr viel davon, wenn du jetzt Kontakt doch mit ihm aufnehmen würdest. Mhm. Um, so wie ich es damals auch gesagt habe, um dir die Realitäten nochmal vor Augen zu führen. Ja. Es wird sehr wehtun, vermutlich. Mhm. Aber es bringt dich mehr auf den Boden der Tatsachen zurück. Mhm. Wenn du ihn fragst, wie geht es dir? Wenn du ihn fragst, wie oft denkst du an uns? Und er wird, wenn er hoffentlich ehrlich ist, wenn er sagt, nicht mehr so sehr oft, wenn er vielleicht sagt, das ist meine schöne Vergangenheit, aber es ist Vergangenheit, ich sehe keine Zukunft. Und wenn du vielleicht sogar die Frage nochmal formulieren würdest, kannst du dir vorstellen, dass wir nochmal zusammenkommen? Mhm. Und du ganz tapfer dann auch zuhörst und er vielleicht dann sagt nein, dann wirst du nochmal sehr traurig sein und nochmal schwere Schmerzen haben. Mhm. Aber ich sage dir, das ist ein Schritt weiter zur letztendlichen Heilung des Liebeskummers. Ja, also das Gefühl habe ich ja auch irgendwie, dass ich es vielleicht irgendwie für mich abschließen muss, damit ich... Mhm. Jetzt verselbstständigt sich das Ganze, habe ich den Eindruck bei dir. Ja. Ich, so wie ich mir das vorstelle, träumst du viel von ihm, guckst dir vielleicht Bilder an. Ja, alles erinnert einen. Alles erinnert einen daran und 1000 Assoziationen hat man, wo man mit dem vielleicht war. Ja. In der Stadt, an jeder Ecke hat man gestanden und man hat Filme, Musik erinnert einen und ach, alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche. So. Und wenn du wirklich 100%ig oder sagen wir mal 200%ig weißt, dass da wirklich keine Zukunft mehr zu sehen ist, dann musst du dieses immer wieder bekämpfen in dir. Wenn du anfängst, romantisch zu träumen, sentimental zu werden, musst du immer dagegen angehen und dir die Gedanken verbieten und gleich an was anderes denken. Ja. Nur so schafft man das. Das ist bitter und das ist schmerzhaft, aber nur so geht es. Ja, wahrscheinlich. Ich denke so ist immer, ja, nach so langer Zeit müsste man ja schon irgendwie mal den Horizont sehen, aber... Also ich halte das durchaus noch im Rahmen des Normalen, wenn man sehr an jemanden,
an jemandem hing und da ist man nach 7 Monaten noch traurig, durchaus. Aber wie gesagt, ein therapeutischer Ansatz ist dieses Treffen allemal. Mhm. Aber nicht mit dem Hintergrund hier Freundschaft machen, dann kommst du überhaupt nicht los. Ja, das scheint. Stell dir mal vor, willst du mit dem Freund sein und ihn dabei begleiten, wenn er eine neue Freundin hat? Ja, nee, natürlich. Das ist doch die Hölle. Aber was ich mir eben andererseits überlege, ist, es fehlt mir eben auch so einerseits auch als Freund eben. Also das klar. Reden einfach ja, nur, Gespräche, ja, der ja. Mensch kennt einen so gut klar. Und er ja. Und da dachte ich vielleicht, ja, vielleicht geht's ja auf der Basis. Das könntest du erst, wenn du die ganze Sache als Liebesbeziehung abgeschlossen hast. Und wenn du vielleicht selbst einen neuen Freund hättest, dann kann man diesen Weg der Freundschaft gehen. Aber ja. Vorher geht es nicht. Vorher ist es einfach viel zu gefährlich und da darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Ja, das stimmt. Mhm. Das sind schwere Zeiten, wenn man verlassen wird. Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle. Alle kennen wir das. Ja. Und da muss man durch. Und da muss man tapfer auf die Zähne beißen. Ja. Ich werde versuchen. Also Julia, wenn du dich mit ihm nochmal treffen, ich triff dich mit ihm. Ich glaube, es ist ganz gut. Ja. Ich glaube, aber es wird schlimm werden. Mhm. Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube schon, hinterher wird es schlimm. Ja, aber vielleicht findet es dann irgendwann ein Ende. Ja, ja. Alles Liebe, alles Gute, Julia. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Ich freue mich sehr, begrüßen zu können die 83-jährige Rosina. Hallo, Rosina. Ja, ich bin noch da. Domian, ich freue mich. Hast lange warten müssen, was? Ja, habe ich. Entschuldige bitte. Aber ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich habe eben sehr zu kämpfen. Meine Tochter eben, die ist so Mittwoch ins Krankenhaus gebracht und Donnerstag habe ich sie in den Arm gehalten und war sie tot. Und ich komme da drüber nicht weg. Ich kann das nicht so. Ja. Kraften. Ich wohne zwar jetzt bei meinem Sohn. Ja. Wir hatten eine sehr schöne Wohnung gehabt. Mhm. Zuletzt in der DDR war es nicht so. Mhm. Hat das Arme. Ich bin in der Arbeit gegangen und mein Mann auch. Der ist jetzt aber auch schon verstorben, schon 10 Jahre. Mhm. Und da hat sie bloß vom Nachbar den Baumspitzen gesehen und ein bisschen Dach, das war alles. Mhm. Ich konnte sie dann nicht mehr alleine raustragen, obwohl sie ganz zierlich war. Ja. Und sie hat aber viel Handarbeiten gemacht. Sie hat für einen Laden gestrickt. Ja. Rosina, wie alt ist denn deine Tochter geworden? 48. 48, so jung noch. Und jung, Domian. An was ist sie gestorben? Ja, also sie hat mit der Schilddrüse gehabt und ja. Dass er eben, die konnte eben nicht laufen. Mhm. Und trotzdem, sie hatte, ich hatte eine Physiotherapeutin, mhm. die kam immer. Mhm. In der DDR war es eben nicht möglich, mhm. aber dann in der, wo wir zusammengekommen sind, da hatte sie alle möglichen, hatte einen Arzt gehabt, der sie immer betreut hat. Also war deine Tochter schon lange erkrankt? Ja, sie hatte Kinderlähmung gehabt. Ach, Kinderlähmung. In der DDR waren eben nicht so die Möglichkeiten gegeben. Sie lag drei Jahre im Krankenhaus. Jetzt muss ich mal fragen, das habe ich nicht richtig verstanden gerade. Habt ihr beiden zusammen gewohnt? Ja, natürlich. Und jetzt wohnst du bei deinem Sohn? Ja, und meine Schwiegertochter verstehe ich mich auch nicht. Sie ist nicht schlecht, aber sie kommt von der Arbeit, macht die Tür auf, sagt Tag Mama und dann ist das ist der ganze Sprachschatz. Bist du denn jetzt zu deinem Sohn gegangen? Wegen der Traurigkeit oder kannst du auch? Wir hatten eine sehr schöne Wohnung gehabt, aber das war mir zu teuer. Ich musste 800 Euro Miete bezahlen. Das ist viel Geld. Hätte ich nicht auf jeden Fall. Und ich wohne ja eigentlich in dem Haus, wo mein Mann her ist, also im Elternhaus von meinem Mann. Aber mein Sohn, der hat alles. Also ich habe eine schöne Wohnung hier. Aber du wohnst bei dem Sohn ja schon länger. Na, jetzt die ganz gleich, wo meine Tochter gestorben ist. Also dann noch nicht so lange? Nee. Habe ich nicht so richtig verstanden gerade. Und die Wohnung, deine Wohnung, in der du mit deiner Tochter gewohnt hast, die wird jetzt aufgelöst, oder wie? Die war, ja, die habe ich aufgelöst, ja. So. Ja. Hm, ja. Dein Verhältnis zu deiner Tochter war ein sehr nahes Verhältnis. Ganz nah. Ja. Jede Mutter sagt, ihr Kind ist
schön, aber meine Silvia war eine kleine Schönheit, wirklich. Sie war ein hübsches Mädchen und sie hatte so viele Bekannte. Die jetzt war Sterbetag. Da kommen fremde Menschen und bringen ihr Blumen hin, auch zum Geburtstag. Ach, und ich habe die erste Zeit, bis die halbe Nächte habe ich bei ihr im Grab gesessen. Ja. Jetzt hast du, glaube ich, gerade am Anfang in der Aufregung das nicht so ganz richtig gesagt. Ach, sie ist schon länger tot, ne? 5 Jahre jetzt. 5 Jahre. Ich habe verstanden, letzten Donnerstag. Nee, da war Sterbetag. Jetzt verstehe ich. Jetzt ist mir alles auch klar mit der Wohnung, verstehe ich jetzt auch. Das sind 5 Jahre her, ja. Und du bist noch so traurig. Und immer, ja, ich kann das eben noch nicht vergessen. Hast du dich damals von ihr richtig verabschieden können? Ging das? Ja, schon. Ich habe gesessen bei ihr. Sie lag auf der Intensivstation. Und dann, man darf ja nicht so lange drinnen bleiben. Aber da kam keine Besucher und da haben sie mich länger drin gelassen. Dann musste ich doch raus. Ja. Und dann konnte ich noch mal reingehen zu ihr. Und da lag sie auf dem anderen Platz am Fenster. Und da habe ich sie so... Und sie war noch bei vollem Verstand, hat mich noch geschickt, hat gefragt, der Stationsarzt, hat sie aufgepasst, weil das so ein Glas war. Ja. Und da sagt sie, geh, frag mal, wie es mir eben... Ach, das konnte sie noch. Ja, und da bin ich gegangen und habe ihn gefragt und da sagt er, ja, gestern war es, also Mittwoch hatte ich sie reingebracht und das war Donnerstag. Da sagte er, sie hat mich heute früh noch gefragt, wer ich überleben. Und da sagt er, wir tun alles. Und dann bin ich zu ihr reingegangen, habe ich so einen Arm genommen. Da hat sie mich zweimal angeguckt und hat sie gesagt, Mama, Mama, und da war sie weg. Aber du warst bei ihr. Ja, ich war bei ihr. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig. Sie hat gefühlt in ihrer letzten Minute, dass ihre Mama bei ihr ist. Ja, und die Mama, doch, sie, das hat sie gewusst, ja. Und sie hat immer gespürt, dass die Mama sie über alles lieb hat. Ja, überall. Das hat sie... hast du so viel geleistet, Rosina. Da hast du so viel Gutes getan. Ja, das Mädchen, Ja, das Mädchen, wenn es Kinderlähmung hatte, das hat es ja nur wirklich schwer gehabt. Dann auch, wie du sagst, in der DDR war dann nicht die Versorgung so. Aber du warst immer bei ihr. Ich war immer bei ihr. Ich habe alles für sie getan. Weißt du, ich verstehe, dass du so traurig bist. Aber du hast auf der anderen Seite auch so viel Grund, stolz zu sein. Weil du hast so was Wichtiges in deinem Leben gemacht. Du hast diesem Mädchen beigestanden. Und du hast der Frau beigestanden. Und warst bei ihr in ihrer schwersten Stunde. Da kannst du sehr stolz drauf sein. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Ja, ja, sehr. Das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Weißt du, und wenn du jetzt so traurig bist, dann führ dir doch mal vor Augen, dass dein Mädchen, wie hieß sie denn? Silvia. Das ist die Silvia. Die Silvia würde gar nicht wollen, dass du so traurig bist. Ja, die, das glaube ich. Da bin ich ganz sicher. Die würde wollen, dass die Mama, die nun 83 Jahre schon alt ist, dass die sich nicht das Herz so schwer macht, sondern ihre Jahre, die sie hat, noch schön leben kann und auch nicht immer so traurig ist. Das musst du dir immer so sagen. Als Trost auch. Das bringt dir die Silvia nicht zurück, das weiß ich auch. Ja, das weiß ich auch. Aber das hilft einem schon, glaube ich, wenn man sich das so vor Augen führt. Domian, darf ich immer was Persönliches fragen? Ja, klar. Wir haben da vorne so ein kleines Tierchen stehen, kleines Bambi. Ja. Das hat die Silvia auch gehabt. Ich habe auch welche stehen. Ja, das ist ein kleines Reh. Ja. Ein ganz kleines Reh. Das mochte die Silvia auch. Habe ich 5 Stück davon. Was Silvias Sachen waren, das habe ich alles noch so aufgehoben. Ja, das ist doch auch gut. Da kann man sich auch schön daran erinnern. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber weißt du, man kann ja einen Menschen nicht zurückholen, wenn er gestorben ist. Nein. Aber man kann immer so im Nachhinein denken, habe ich mich dem Menschen gegenüber gut verhalten? Doch, das habe ich. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Und das ist doch schon etwas, wo man sehr froh sein kann, wenn man das so sagt. Ach, liebe Rosina, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, bist du also ich habe das nicht gewusst, dass diese Sendung, das habe ich durch Zufall, ich gucke erst jetzt vielleicht ein Vierteljahr und habe schon ein paar Mal versucht, aber ich habe das nicht gewusst, dass das
so eine Sendung ja. ist. Und ich freue mich und ich bleibe auch immer wach und ja. horche und gucke immer. Weißt du, was wir jetzt für ein Problem haben? Diese Sendung, du hörst vielleicht im Hintergrund die Musik. Die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ja. Aber ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Dann legst du auf und wir rufen dich sofort nochmal an. Ja. Damit wir noch ein bisschen reden können. Ja. Und ich finde, dass du eine sehr, sehr nette und sehr tolle Frau bist. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute, Rosina. Danke. Dankeschön. Dann legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Okay? Ja, ist gut. Alles Danke. Liebe. Tschüss. Tschüssi. In der Technik, Johanna Knura. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder.